Das Schmelzwasser und Regen führten am Samstag im Raum Zwickau zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Einer davon war in Ottmannsdorf in der Gemeinde Mülsen. Hier war ein Hang ins Rutschen gekommen und hat eine Straße unter sich begraben. Sofort wurden die Verantwortlichen und die Feuerwehr zur Einsatzstelle gerufen. Zuerst musste ein Baum gefällt werden, dieser drohte abzustürzen. Anschließend wurde mit einem Radlader und durch Kameraden der Feuerwehr die Straße geräumt. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.